hat schon mein vorigen Team irgendwie. Eigentlich haben wir bis, also mit Ausnahme von Pikachu und Capoeira, haben wir genau das Team im Moment, was ich auch in meinem anderen Spielstand hatte. Oder hatte ich Pikachu auch im Team? Das weiß ich gerade gar nicht. Weiterentwicklung von dem kleinen Panda ist stark. Okay. Doof, dass ich es nicht spielen werde. Obwohl ich ja immer noch Bock auf ein Pflanzen-Pokémon hätte, aber ja, wir haben jetzt schon 6 Pokémon. Ich würde am liebsten noch ein Pflanzen-Pokémon im Team haben. Den Fuchs raus. Hm. Okay. Wir gerade mal was gucken. Steht hier denn, wann Pikachu welche Attacke lernt? Ja. Eigentlich lernt Pikachu mit Level 9 Donnerschock. Warum es das nicht hat, weiß ich nicht. Ah, hier. Okay. Auch Level 9. Durch Levelaufstieg. Warum kann dieses Pikachu kein Donnerschock, wenn es mit Level 9 Donnerschock lernt? Und mit Level 40 erst Donnerblitz. Hm. Irgendwie alles doof, ne? Ach stimmt, Kramo ist bereits unmächtig. Ja, jetzt wo du es sagst. Aber erstmal ein Pokémon irgendwo fangen, Pflanzen-Pokémon, ne? Nervt mich nicht. Ja, ich habe bei Generation 8 geschaut und auch bei Generation 8 lernt Pikachu Donnerschock mit Level 9. Also wieso kann mein Pikachu nicht wenigstens Donnerschock? Ich habe Fragen. Haben wir denn irgendwas, was gegen Wasser effektiv ist? Wir hätten auch ein Wasser-Pokémon, ja. Vielleicht könnte man mit Capoeira irgendwie ein bisschen Schaden machen. Gehen. Das Level ist Capoeira gerade 21. Naja, ein bisschen Training bräuchten wir noch. Also das ist der Bahnhof. Es sei denn, wir gehen jetzt, warte mal, wir sind jetzt, ja, wir könnten auch in die Galar-Mine gehen, obwohl da kriegt man kein Pflanzen-Pokémon in der Galar-Mine.
Müssten wir schon auf Route 7 oder so. Ja, hast recht, Lukas. Wir können auch in die Zone gehen. Ab in die Zone. Ja, können auch in die Zone gehen, hast du recht. So, die Frage, was ist hier Pflanzen-Pokémon? Einige erkennen... Oh, da ist ein... Da ist ein Pam-Pam! Es hagelt, danke. Da ist ein Pam-Pam! Und ich besiege ich das jetzt nicht. Doch, tue ich. Unlicht ist Unlicht stark gegen Wasser. Ich habe übrigens Pam-Pam besiegt. Das war so nicht beabsichtigt. Pam-Pam hätte ich fast sogar noch lieber als Capoeira. Der hier. Na gut, da jetzt mit Kikado ranzugehen, ist jetzt, glaube ich... Ah, der ist nur Level 13. Also ich... Nee, komm. Also... Okay, wir können uns den merken. Aber, Aber ich würde gern etwas Stärkeres haben. Hier runter? Komm, wir haben noch ein Fahrrad. Let's go. So eins, das so um Level 20 rum herumdümpelt. Ich glaube, die dümpeln hier alle nicht um Level 20 rum. Krabi. Welches Level habt ihr so? Level 9, es wird ja immer schlimmer. Es wird ja immer schlimmer. Ja, da will ich gerade hin, Lukas. Mehr oder minder, Ah, toll! Oh, völlig sinnlos, was ich hier gemacht habe. Einen Belaber. Oh, ein Duflor. Oh,
Oh, es wird extrem stark. Das heißt im Klartext... Level 28. Okay, pass auf. Wir versuchen es mit Doppelkick und Ruckzuckhieb. Okay, das ist etwas sehr langsam. Gigasauger. Sollte jetzt nicht... Naja, geht. Giflo ist toll. Ja, da brauche ich erstmal einen Blattstein. Auch doof. Jetzt setzt die Alte auch noch Schlafpuder ein. Ach, alles doof. Ich habe Angst, dass ich es mit der Feuerattacke gleich besiege. Das Duflo nervt mich etwas, möchte ich mal anmerken. Duflo, du bist ganz schön doof. Muss er nachhelfen? Müsste reichen. Ach, aber nicht, wenn das Vieh wieder sauber macht. Was? Was? Oh, leck mich. Jetzt ohne Scheiß. Oh, echt jetzt? Es ist doch dämlich. Jetzt mal ohne Scheiß. So was Doofes. Kann ich es nur besiegen. Danke für nichts, ey. Oh, ja, unser Kami-Hubs entwickelt sich. Ist doch auch was. Kami-Hubs hat sich zu Kammern entwickelt. Yay. Wo ist ein Kami-Hami? Kami-Hubs war Pokémon 4. Sein streckbarer Hals ermöglicht es ihm auch, entfernte Gegner zu erreichen, die es dann mit seinen scharfen Zähnen ausschaltet. Pilzgrab. Mann. Keckel, Ackerknappe bis Kopfnuss. Also, vielleicht hätte ich doch gleich eine Feuerattacke machen sollen. Aber ich hatte halt Angst, dass es dann sofort besiegt ist. Naja, gehen wir mal ins Pokémon Center, alles wieder hochheilen.
Und dann versuchen wir nochmal unser Glück. Und diesmal setze ich eine Feuerattacke ein. Finde ich blöd, dass die das so gemacht haben, dass du dann erst gar keinen Pokéball werfen kannst. Das einfach mal zu stark ist. Nein. Stark kommt, wird das nicht. Aber das Level war schon mal okay mit 28. Achso, ja, stimmt. Bis zu welchem Level gehorchen die mir eigentlich? Das ist eine gute Frage. Es wurde im letzten Stream gesagt, nachdem ich den Orden gekriegt habe. Nicht, dass ich so ein echt Glurak-Phänomen dann habe. Aber das Gute ist, wenn ich jetzt Kikalo einsetze und das Vieh besiege, kriegen wir gute EP. Wenn das deshalb nicht geht, ich weiß es nicht. Jetzt ist wie auch noch Stachelspore ein, ich glaub's ja nicht. Offenlegung, kann Pikachu nicht mal bessere Attacken lernen. Ich meine, gut, wir haben ja Elektroball. Also eigentlich würde es auch reichen, wenn wir hier weiterhin fröhlich gegen die Pflanzen-Pokémon kämpfen. Mal was schauen. In meinem schlauen Buch. Steht denn das Buch? Was sind das? Hier. Engine City. Route 3 könnte man Cotini fangen. Die Frage ist dann auch wieder, wie stark das ist. Bis maximal Level 25 gehorchen mir die Pokémon. Wahrscheinlich geht's deshalb nicht. Hasse du für. Obwohl, nee, wir sind ja schon paralysiert. Kannst uns ja gar nicht einschläfern. Sind die Duflos aber trotzdem gut, weil so könnten wir unser Pikachu ein bisschen hochballern. Mein Pikachu hat jetzt schon Level 17 erreicht. Muss doch auf Level 20 kriegen. Könnte man es fast wagen.
Wir haben 4 Paraheiler. Und Rihorn. Na, Rihorn ist jetzt schwierig. Habe ich jetzt Kami-Hubs für dich? Oh ne, Kamalm. Zwischen ist es ja Kamalm. Ach komm, wir versuchen es einfach. Let's go. Aber wenn der Dampfwalze einsetzt, kommen wir nicht weit. Scheiße. Ja, mit Aquaknarre werden wir jetzt auch nicht so weit kommen. Na gut. Nee, das wird nichts. Ich habe jetzt auch nichts, was wir nehmen könnten. Also das Duflo ist schon ganz gut im Trainieren. Allerdings ist Kamalm jetzt besiegt, das würde ich gerne mit trainieren. Also ich würde Pikachu noch auf Level 20 hochbringen, dann würde ich es tatsächlich mal wagen. Dann sind wir zwar immer noch ein paar Level unter den Pokémon von der Ollen, aber wir sind halt vom Typ her im Vorteil. Außerdem gibt es ja im Vorfeld nochmal Trainer. Da gewinnen wir vielleicht auch nochmal ein bis zwei Level.